Nach der Schule wollte ich auf jeden Fall, also ich war mir fast sicher, dass ich nicht direkt ein Studium machen will, weil das ist einfach nochmal relativ schulnah, man sitzt viel drin, man ist nicht so viel unterwegs. Ich wollte ein bisschen raus, wollte ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen neue Sachen sehen, auch natürlich trotzdem was dazulernen. Und dann war mir natürlich auch die Umwelt schon, ich immer, seit ich mich erinnern kann, sehr wichtig. Und dann habe ich hier dieses FEJ, was so ziemlich alles miteinander verbindet. Man ist viel unterwegs, man trifft viele Leute. Und dann dachte ich mir so, das ist genau das, was ich suche. Das Hauptding bei mir ist Umweltbildung. Heißt, man versucht, die Natur und alles, was so toll dran ist, an die Kinder zu bringen. Auch teilweise haben wir auch so Erwachsene als Zielgruppe, aber meistens Kinder. Und man kann eigentlich nicht früh genug anfangen, mit denen mal raus in den Wald zu gehen und irgendwelche Tiere oder so zu fangen. Das macht natürlich nicht nur Spaß, sondern man lernt auch wirklich was fürs Leben dafür. Und in dem Sinne gehen wir dann zu so vielen Schulklassen wie geht. Also heißt eine Schulklasse am Tag im Regierungsbezirk Tübingen. Heißt, von Tübingen bis runter an Bodensee gehen wir dann jeden Tag zu einer anderen Schulklasse und machen mit denen dann ein Programm, was hier in dem Fall Wald und Boden sein kann, aber auch zum Beispiel Gewässer oder Hecke oder so. Jeder Tag eigentlich ein anderer, heißt an jedem Tag passieren irgendwie andere Sachen. Also mir persönlich macht es immer echt viel Spaß, wenn wir irgendwie ein besonderes Tier finden, so einen schönen Frosch oder mal so ein Wassertier, was man irgendwie nicht so oft findet. Aber ich könnte jetzt kein bestimmtes nennen. Jeder Tag ist einfach auf eine ganz andere Weise gut. Bisher auf jeden Fall viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Vor allem ja, Umgang mit Kindern, dass man lernt auch zum Beispiel Überblick zu behalten und auch naja, Verantwortung übernehmen natürlich, man muss immer aufmerksam sein. Ja, einfach mehr Bewegung, mehr draußen zu sein. Also das Allerwichtigste ist auf jeden Fall Spaß, Freude, dass man wirklich Lust hat, was man macht, weil sonst gibt es natürlich keine Antriebskraft. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Dann, also jetzt in meinem Fall wäre es cool, wenn man vielleicht schon so Grundwissen in Sachen Biologie oder so hat, aber wirklich nicht so viel Voraussetzungen. Es geht ja auch viel darum, dass man einfach viel Neues dazulernt und mit vielen neuen Situationen auch irgendwie klarkommt. Und das heißt, in dem Sinne muss man jetzt noch nicht irgendwie große Vorerfahrung haben. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe es auch schon ein paar Freunden von mir weiterempfohlen oder allgemein freiwilliges ökologisches Jahr. Und Ökomobil jetzt im Speziellen, weil es gibt auch viele Freunde von mir, die dann unterwegs sein wollen und die sagen, dann kann ich ja nicht noch irgendwie ein freiwilliges Jahr machen, aber Ökomobil verbindet es halt sozusagen. Man sieht viel, man lernt viel, man ist immer in Kontakt mit Leuten, was ja auch sehr viel Spaß macht und allgemein, man tut ja auch einfach Gutes für die Umwelt. Also es kann schon was in Kindern bewirken, wenn man denen mal zeigt, wie viel eigentlich in so einem Boden lebt. Ja, macht ein FEJ, das ist sehr gut.